Hey Kinders, was geht bei euch? Ich bin zurück zu Fallout. So, heute kann ich endlich zwei... Fick, doch nur zwei Folgen. Ja, immerhin zwei Folgen am Stück aufnehmen. Bis ich dann wieder eine Thumbnail machen muss. Ich muss schauen, dass ich demnächst irgendwann mal wieder Zeit finde. Oh fuck, plus 5! Ein bisschen vorzuproduzieren, dass ich dann einfach mehr Zeit habe. Das ist immer so... gedrückt. Immer so gedrückt. Also nicht schlimm, dass es mir irgendwie schlecht geht oder so. Aber ich würde einfach gerne manchmal 4 Stunden am Stück Fallout aufnehmen. Weil das natürlich auch... Es ist schon ganz leicht madig, wenn man halt immer nur 30 Minuten spielt und dann muss man aufhören. Dabei ist... Warum bin ich eigentlich hergeschwommen? Ich Vollidiot. Ich wollte doch jetzt jemanden hier hinschicken. ja, wenn man dann immer nur kurz spielen kann. Vielleicht nehmen wir jemanden von der Burg, aber da sind nur 2. Wir nehmen jemanden von Covenant. Das sind 6 Leute. Gottes Willen, wir waren seit Jahrzehnten nicht mehr in Covenant, kann das sein? Covenant. Warum ist direkt neben Covenant noch eine Siedlung? Wait, was haben wir da gerade eben gesehen? Ah, naja, ja, sehr schön, sehr schön. Heute ist wieder live, also für mich, für euch vielleicht auch, wartet mal. Ich nehme das jetzt gerade am Donnerstag auf, mittags. Am frühen Mittag, am Mittag. Und für mich ist dann später Livestream, für euch ja dann auch, aber jetzt, wo ihr das hört... Rahmen nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Ja, und... Fuck, was habe ich gerade gesagt? Hä? Wer bin ich? Ja, genau, und ihr hört das jetzt aber am Freitag. Und eigentlich müsste am Freitag, ja, dann höchstwahrscheinlich der... ich habe aus ihr getrunken, aus ihrer Vajayjay, lecker. Ja, eigentlich müsste am Freitag dann der nächste Stream kommen. Warum liegen hier... Ja gut, klar, die habe ich umgebracht. Aber ich habe die doch eigentlich alle gesammelt auf einem Haufen. Mensch, ist das widerlich. Das mag ich gar nicht, wenn die Leute hier rumliegen. Ich leg sie hinter den Zaun. So... Und schon ist es total kinderfreundlich. Leute, och, was habt ihr denn hier gemacht? Ich dachte, ihr räumt... Ach, ist mir egal. Ich bin heute gegangen. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Scheiße, habe ich jetzt wieder diesen Bug, dass das Menü hängt. Ja, moin. Bei uns in der Siedlung brauchst du kein eigenes Geld. Ich habe das ganze Geld in jeder Siedlung. Du musst nach Dingenskirchens. Und zwar... Wurst. Wie hieß die Insel nochmal? Spektakle! Spektakle Island! Bye bye! So, schwimm da mal rüber mit deinem Brahmin. Viel Spaß dabei. Ihr braucht Wasser, um Gottes Willen. Die verdoschteln. They are verdursting, right? Nee. They are verdursting. Leute, ich hatte doch letztens, ich glaube, in der vorletzten Aufnahme war ich so richtig verpeilt. Ich habe einen ganz, ganz dummen Fehler gemacht. Erstmal nur studiumspezifisch, aber dann auch YouTube-spezifisch, weil viele wissen es ja, dass diese. Soll ich direkt noch eins machen? Ich mach noch eins. Dass das aktuelle Cover, dieses Musikvideo plus Cover oder Cover plus Musikvideo, das ich da bald abliefern möchte, auch auf YouTube, mal ein Projekt ist für mein Studium, für audiovisuelle Produktion. Schutz 0? Wie bitte? Naja. Was ist, wenn ich das kann ich nicht nehmen, das ist fest, okay. Und ja, ich habe vergessen, mich für die Prüfung einzutragen. Das ist ein bisschen kacke. Ich habe jetzt das Projekt so gut wie fertig und kann aber nicht benotet werden. Ich muss im System drin sein, sonst geht das halt nicht. Das ist einfach so die Regel. Und ja, jetzt habe ich dann den Professor angeschrieben oder die Professoren und gemeint, shit, Leute, ich habe jetzt schon ultra viel Zeit in das Projekt reingesteckt, aber und ich würde es auch gerne dann bald abgeben, weil ich es ja auch, also sie wissen es, dass es dann auch auf YouTube erscheinen soll, nachdem ich dann benotet wurde. Und... Ja, fuck, jetzt habe ich da schon so viel Zeit reingesteckt und ich will das nicht erst nächstes Semester dann abgeben können, weil ich dann eigentlich auch noch so lange warten würde mit YouTube, weil wie sieht das aus, wenn ich, ja, wenn ich, eigentlich ist es egal, aber trotzdem, für mich war das irgendwie so ein interner Fehler, Speicherfehler in meinem Kopf und ja, was, ich kann es jetzt trotzdem schon direkt vorstellen, also fertig machen, vorstellen dieses Semester und muss mich nächstes Semester dann nur noch eintragen und habe dann meine Benotung und bin dann praktisch auch schon fertig für das Fach. Ja, hab kurz Panik gehabt, dass ich das jetzt komplett verschieben muss, weil ich jetzt schon ewig keine musikalische Geschichte mehr bringen konnte oder gebracht hab. Konnte tatsächlich, weil ich einfach keine Zeit hatte. Piper, hier ist niemand, das sind nur wir. Ja, weil hier niemand ist, Gott. Ja, das hab mich kurz geschniedelt. Ich hab das realisiert, kurz bevor ich die vorletzte Fallout-Folge aufgenommen habe. Da, wo ich Jahrzehnte an so einem Ding gearbeitet habe, an so einem scheiß PC und nicht durchkam. Da war mein Kopf komplett so, fuck. Was mache ich jetzt? Wie kriege ich das gedeichselt? Mir war schon so halb... Ich habe schon vermutet, dass es wahrscheinlich kein großes Problem ist, dass ich es einfach trotzdem vortragen kann und ich halt dann im kommenden Semester, sobald ich mich richtig eingetragen habe, die Note bekomme. Aber trotzdem...
Ja, also beziehungsweise die Punkte. Aber trotzdem war ich schockiert. Das ist schon dumm, wenn man sich nicht für die Prüfung anmeldet. Vor allem, wenn man das nicht merkt und dann voll lernt und sich in die Prüfung hockt. Und dann kann man sie vielleicht, weil man kann sie manchmal oder meistens mitschreiben, aber wenn sich dann rausstellt, dass man nicht eingetragen war, dann hat man sie nicht mitgeschrieben, obwohl man sie mitgeschrieben hat. Das ist ein bisschen bitter. Muss man dann nächstes Semester nochmal ran, ne? Kann ich hier irgendwas wegmachen? Komm, hier ist so viel. Jawollo. Die Fässer sind natürlich sehr wichtig. Leichen auch sehr wichtig. Das erinnert mich direkt an die Forest Action mit McWallen. Wenn wir da bei ihm im Stream Forest spielen, die Leichen verbrennen. Da ist noch was drin. Nee. Die Leichen verbrennen, um an die Knochen zu kommen. Das ist schon echt ein krankes Spiel, ja. Ah, jetzt können wir hier den ganzen Scheiß wegmachen. Dass wir hier nicht verradelt werden. So. Und schon ist gut. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch Ultra-Rad-Damage gefuttert. Ich bin halt so ein alter Radfahrer, weißt du? Kann ich hier... voll die Abkürzung gefunden! Eine Küchenwaage, nehmen wir. Achso, wie dumm! Die kann ich auch einfach so verwerten. Ich habe gerade ganz lange auf Inventar gedrückt, um den Baumodus zu öffnen. Das ist natürlich Quatsch! Asbest! War in diesem einen Karton, der oben drauf lag, Asbest? Piper, was haben die hier für Asbestkartons? Warum hast du die gekauft? Ich habe zu dir gesagt, die ganz normal, die grün! Mit dem grünen Punkt drauf, Piper. Die ist halt so ein bisschen blöd. Haben wir schon Leute hier? Funktioniert eigentlich unser Strahlebad? Ja, wir haben einen Menschen hier. Lass die... Nee, das mache ich weg. Die sollen auch nicht kacken können hier. Ich hasse es, wenn die Leute hier einfach irgendwo hinkacken. Die sollen ins Wasser kacken. Das vertreibt auch diese Krebse. Und gut ist. Ich mache hier nur den kaputten Zaun weg. Gut, der Zaun ist, glaube ich, im Gesamten. Nee, das geht noch. Kisten, Holzkisten. Tja, Dünger. Blirio. Wo ist denn hier die rote Kiste eigentlich? War die da vorne gestanden? Damit ich meinen Kram mal abladen kann. Das wird unsere Hauptinsel, Leute. Hier bauen wir unsere Basis des Jahrhunderts auf. Alle werden sagen, oh Gott, ist die nice und so. Wo ist denn dieses rote Ding hier drin bestimmt, aber das Licht ist, oder? Shit, dude, shit. Boah, war da viel drin in dieser Station, Alter, Valerio. Was bringt eigentlich das Ding? Plastic, just plastic. Okay. Die machen wir auch weg, die... Nein, nicht den Schrank. Nee. Das Jagdgewehr. Das Jagdrevier. Und die Flasche auch noch? Nee. Wo ist denn der rote... wo ist denn das Ding zum Bauen? Das ist Siedler. Wo hast du das hingemacht? Hier nicht. Da nicht. Wo habe ich es hingetan? Ich glaube, es ist da oben in dem... Da in dem Haus, wo wir auch den Strom angeschaltet haben. Beziehungsweise diese Piepskacke. Damit die bösen Schrimps weggehen. Schön weiterlaufen, gell? Du Sack. Ist es da? Nee. Aber da ist noch Holz. Ihr wisst ja, keine Bäume, die noch leben, sondern nur die umgeknickten Bäume. Wir wollen ja hier die ganze Chose am Leben erhalten. Da fällt mir direkt ein, ich habe ja diverse Male bei meine Freundin ist ja Erzieherin und ich war einige Male dabei und habe ausgeholfen bei solchen gewissen Tagen, Radfahrtag oder auch auf so einer Freizeit, wo wir ein paar Tage auf einer Burg waren, da war ich dann praktisch der Hilfserzieher und auf jeden Fall war ich auch schon ein paar Mal im Wald mit dabei und natürlich wollen sich die Kinder immer so Stöcke machen, also entweder Pistolen oder Spieße, speziell auf der Burg eben, um natürlich die Würstchen und sowas zu grillen, weil wir da immer Feuer gemacht haben abends, aber halt auch einfach so, um sich zu bekriegen. Und wir haben grundsätzlich gesagt, Kinderlein, keine lebendigen, wo ist dieses Bauding, keine lebendigen Bäume abmachen, ne? Holt einfach nur die... Es gibt meistens genug Stöcke, die auf dem Boden rumliegen. Aber was machen sie, die Bungets? Was machen sie? Ja klar, immer schön rumsägen. Dann haben sie so Stöcke in der Hand, die sie von weit weg geholt haben, dass man es nicht sieht. Und man sieht, es ist halt ein lebendiger Stock gewesen. Ne? Der ist noch richtig schön grün und saftig und sowas. Und die Kids dann so, das habe ich gefunden. Was ist, wenn ich es jetzt ausmache? Sind wir dann gebürmst? Ja, die Stöcke haben wir gefunden. Hallo. Naja, gefunden. Am Arsch habt ihr die gefunden. Das sind sie halt, die Kinder. So sind sie halt. Lüge-Barönche. So, das war meine kleine Story. Ein Schwenk aus meinem Leben. Und ich finde, das sieht nice aus hier mit den Bäumen. Es ist irgendwie... Arbeitet hier dieser Grünmod nicht so krass. Also ich könnte schwören, dass manche Bäume etwas grüner sind. Drüben auf der Hauptdingens. Wir haben auch irgendwie kein Gras, oder? Haben wir hier Gras? Wir haben hier... Also es wächst an sich halt einfach wenig Gras. Da vorne ist das ein bisschen grün. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Terrarium. Ja, hier. Unsere grüne Farne. So, wir haben eine Leute.
wir haben keinen Schutz. Das heißt, hier machen wir natürlich schon mal, und das ist ganz klar, einen ziemlich krassen Schutz hin, denn es gibt ja des Öfteren Angriffe von Schlammratten, aka Schlammkrabben. Betten haben wir auch keine. Ja, moin. Das soll natürlich höchst freundlich werden, diese Siedlung. Deswegen bauen wir, wie soll es auch anders sein, 554 ultraschöne Betten hier hin. Also minus 552. Ich mache erstmal zwei hin. Hier schön bei den Pflanzen. Da dürfen beide Betten stehen. Warte mal. So. Oh Gott, ich bin so ein Bauherr. Bauherr Dumpybloch. Der mit dem Bett tanzt. Ach Gott, mache ich das gut, ne? Wessen Schreiner wird das neben mir stehen und weinen vor Geilheit, weil ich das so schön mache. Die Töpfe kann man jetzt halt nicht wegräumen, ne? Hm. Achso, halt, ich war gar nicht im Schniedelwurst-Modus. Egal, die Hacke können wir wegnehmen. So. Okay. Ihr könnt jetzt also herkommen und einziehen. Vor allem du. Ist die Tür, die ist einfach so da, ne? Muss man die aufschließen? Die sieht so aus, als müsste man sie aufschließen, ne? Das ist eine typische Banditentür. Da fällt mir ein, wir waren auch noch gar nicht so viel in der Stadt, ne? Also jetzt gerade speziell in der Hauptcity ist eigentlich alles voll mit Banditen-Niederlassungen und also die ohne Ladezeiten praktisch begehbar sind. Einfach irgendwo, die sich da irgendwo einbauen. Das müssen wir eigentlich mal bald machen, oder? Ein bisschen durchgehen hier, Scheiße wegmachen. Krabbenkuder, Fischkuder, du. So, ein Ding wegmachen, du. Nugikoli. Halt, nee, warte. Man kann nur das Ruder entfernen. Schön. Gut. Welcome to the Father, baby. Das Lied läuft gerade. Voll schön, ne? Gott, ist das schön, das Lied. Ich setze mich manchmal hier an diese Kante und höre die Lieder an. Und gucke auf den Zeppelin. Die Bruderschaft. Die müssen wir auch noch so ein bisschen zerdödeln, ne? Ich bin gespannt, was für Entscheidungen wir treffen, wenn man sich für gewisse Fraktionen entscheiden muss. Wackelt die Schaukel. Wow. Das ist ja höchst... Piper, guck mal. Piper. Guck mal, wie echt das aussieht, Piper. Gut, wir sind hiermit erstmal fertig, oder? Also, wir haben jetzt hier eine Leute. Wir haben nichts zu essen. Ah, warte mal, das geht natürlich nicht. Das kann man so nicht machen. Nee. Das geht so nicht. Wir halten uns erstmal an die Häuser hier. Hier werden wir wahrscheinlich die ersten kleinen Siedlungen bauen. Aber dann später natürlich unseren eigenen Schambambel züchten. Hier wird unsere wunderschöne Futterfabrik wachsen und gedeihen. Okay. Ich weiß nicht, was diese eine Person macht. Ob der jetzt. Eigentlich gehen die ja automatisch an solche Sachen wie halt Essen ran. Und kümmern sich da so ein bisschen. Aber der eine ist wohl faul. Keine Ahnung, was er treibt. Wir haben 23 Energie. Achso, ja, wegen dem Schiff wahrscheinlich da hinten mit dem riesigen Dingens drauf. Das hätten wir auch nutzen können, glaube ich. Hätte ich gar nicht einen eigenen Generator machen müssen. Egal. Ja, hier muss natürlich erstmal ein bisschen was passieren. Die Leute müssen hier erstmal rankommen. Den lasse ich, diesen wunderschönen Baum mit der toll animierten Schaukel. Ach Gott, ist das schä. Gott, ist das Insel, du. Schä. Soweit, so gut. Ihr habt gesagt, ich kann den Apotheker rein skillen und ich kann auch was am... an der Station hier braun. Ich war schon immer neidisch auf Leute, die. Bleib mal dort, endlich deine Fresse. Dünger und Plastik, ja moin. Jet ist ja so unsere Lieblingsdroge, aber wir wollen natürlich auch Super Jet haben. Ultra Jet, Jet Boost. Ich hätte gerne für 8 Minuten Zeitlupe. Das brauchen wir. Blutblatt brauchen wir dafür. Piper, halt! Naja, nee, eigentlich ist es ja Schwachsinn, das auf die Suche zu stellen, weil Blutblatt ist ja nicht in nichts drin. Ich weiß, wie Blutblätter aussehen. Das sind diese roten Pflanzen halt. Die findet man immer mal so zwischendurch. Naja, gut. Wir schauen uns mal um. Was haben wir denn hier noch so zu tun? Haben wir noch ein paar Quests? Wir haben 1000 Millionen Quests. Da hinten geht's, da hinten geht's Richtung Far Harbor. Das säubere Beaver Creek Bahn. Das ist bereits eine Mission von der Bruderschaft, die wir in der Polizeistation kennengelernt haben. Diese drei Dödel und bereits außerhalb unserer aktuellen Map. Das müssen wir halt dann irgendwann mal erkunden. Was ist denn hier? Berichte den Tuffington Bootshaus-Leuten von deinem Erfolg. Das machen wir jetzt mal. Wir haben ja die Raider für die gefistet. Das war's in diesem Atlas-Bürogebäude. So sieht's nämlich aus. Ja, diese Extra-Quests, die wir auch alle haben, die haben wir ja geschenkt bekommen. Nochmal vielen Dank dafür. Diese Extra-Quests würde ich gerne etwas später anfangen. Also jetzt Nuka-Cola, Nuka-World und...
ja, diese andere Sachen. Diese, was ich gerade gesagt habe, Fahrhaber. Das sind halt so Sachen, die außerhalb stattfinden. Das würde ich gerne, damit würde ich gerne ein bisschen abwarten. Die andere Zusatzmission, mit dem Roboterknilch, die können wir auch jetzt schon machen. Minutemen unterstützen. Seid ihr jetzt froh, dass ihr euch entschieden habt, die Minute... Natürlich! Natürlich! Ja, ich habe ja auch für euch 97 Crown Kicks, vielen Dank, Alter. Sprich mit Piston Gravy. Mhm. Gehen wir mal zum Piston. Guck mal, wir haben da 9 Leute, das ist total berühmt, die Stadt, jeder kennt die. Größer als Diamond Shitty. Ach, da labert gerade der Ding wieder im Radio, dieser Knilch von... Die Mission könnten wir mal machen mit dem Radiokerl, die war ziemlich cool, ich erinnere mich. Die war nash. Ich weiß nicht, also an alle, die das noch nicht kennen und die ihn vor allem jetzt nicht richtig hören können, weil ich den Radio an sich leise gedreht habe im Spiel und zusätzlich ist das Spiel auf minus 10 Dezibel. Also meine Stimme mit 100% beziehungsweise ohne eine Unterdrückung und das Spiel kommt schon mal mit minus 10 rein. Fatman legen wir jetzt mal weg. Und da ist es, glaube ich, sehr schwer, das zu hören, was er labert. Das ist so ein ganz schüchterner Kerl, der sich auch oft verspricht, der so ein bisschen stottert. Und man muss ihn dann aufbauen. Also diese Mission ist dafür da. Habe ich die Reaper gerade 2-mal in der Hand gehabt? Nee. Man ist dann dafür da, um ihn aufzubauen. Habt ihr es gemerkt? Manchmal geht man 2-mal durch. Wenn ich mit der Maus da bin vielleicht? Ne, okay. Oder doch, könnte an der Maus gelegen haben. Warum sind wir jetzt schon wieder so fett? Was haben wir hier am Start? Für einen Kampf bin ich wohl nicht Murphy, mehr zu gebrauchen. Es ist in Ordnung mit deinem Kampf. Murphy, die krasse Bitch. Right away. Right away. Wide awake. Wahrscheinlich habe ich noch so viel Essen dabei, ne? So. Auf B-Rided Weeder. Wir haben noch diverses. Wir haben noch Mods. Ne, haben wir nicht. Und wir wiegen trotzdem schon wieder so viel. Ich raff's nicht. Wir nehmen einfach von Zeit zu Zeit. Ah, wir haben ja unsere Sachen verbessert. Wir sind noch unsere Klamotten. Ich glaube auch schwerer gemacht ein bisschen. Das könnte sein. Und die Waffen haben wir auch bedazzelt und dann werden die auch schwerer. Ja, achso, Preston, der kann ich ja noch die Mission abgeben. Dass wir mehr Erfahrung bekommen und vielleicht... Was stehst du da auf dem Bett, mein Hallo. Freund? Hunderdo! Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Was? Gab wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Okay. Oh, die Ada. Die Ada steht da hinten. Kehre zurück. Erinnerst du dich noch an die Siedlung, die um Hilfe gebeten hat? Ist alles wieder in bester Ordnung. Nö, weiß ich nicht. So erobern wir das Commonwealth zurück. Commonwealth. Ein kleiner Sieg nach dem anderen. Exakt. Lass es dich wissen, wenn eine Siedlung... Und denk dran. Ja, 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 bla, bla, bla. Gib mir Geld. Keine Sorge, Sir. Ich will alles tun, um ihre Sicherheit zu Ada, ich bin doch gar nicht mit dir unterwegs. Die Pipe hört der Mama Murphy zu, Alter. Sowas könnte ich nicht, das ist mir zu krass. Ada, what are you doing, bitch? Oh nein. Sie wird penetriert. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Ich brauch dich nicht. Tschüss. Ich brauch dich jetzt echt nicht, Mademoiselle Kartoffelsalat. I don't need ya, you fucking snitch. Wir gehen mal zur Burg zurück und gucken, was da los ist. Das interessiert mich jetzt. What is happening on da? What is happening? Mit einem Stinkpack kann man gefallene menschliche oder tierische Begleiter im Kampf wiederbeleben. Für Roboter greift man dafür zum Reparatursatz. Ja, gut. Die VR-Folge kam gut an. Also so mittelgut. Ich glaube, sie wäre besser gegangen, hätte ich einfach nur so einen ultra-fancigen VR-Titel und VR-Bild irgendwie da mit reingenommen. Und nicht Fallout, weil ich glaube, viele dachten, ah, okay, das ist Fallout und haben es dann nicht geschaut. Obwohl es ja was ganz Besonderes war, ne? Was Dolles. Hallo? Bin die alte Frau. Hi. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Talk to me, aber dirty. Wer bist du? Ich bin Ronnie Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das, bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Schön, dich kennenzulernen. Wir könnten ja ein paar mehr Veteranen gut gebrauchen. Da hast du recht. Ich glaube, ein paar von deinen Leuten musst du noch regelmäßig die Windeln wechseln. Hat die jetzt Sommersprossen oder ist die dreckig? Was willst du denn nun wirklich? Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schau mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Weil du alt und murrig bist? Das Commonwealth braucht die Minutemen. Und die Leute merken das langsam. Ich habe ein paar gute Dinge gehört. Sonst wäre ich nicht hier.
Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Das kann ich irgendwie nicht erkennen. Erfahrene Soldaten können wir immer gebrauchen. Ach, was du nicht sagst. Aber ich habe da an etwas anderes gedacht. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Gut, gut. Ich zeig's dir. Zeig's mir doch mal, alte Frau. Wir müssen gleich in Kindergrippe Greentop die Verteidigung aufrechterhalten. Scheinbar werden die angegriffen. Ich speichere mal kurz. Wir lassen uns noch von der kurz erklären, was hier los ist. Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Shit. Ich hoffe, du hast eine Idee. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Okay. Das machen wir dann gleich. Ich gehe ganz kurz nach Kindergrip Greentip und werde mal ein bisschen unter die Arme greifen. Da sind nur zwei Leute, um Gottes Willen. Die sind gefiekt. Wahrscheinlich noch keine Verteidigung, die sind gefiekt. Mal gucken, auf was wir jetzt treffen. Es könnte möglicherweise dann unser Level Up auf Level 29 sein. Ich glaube, wir warten gerade auf irgendein Level, ne? 30 oder 31, um irgendwas Spezielles zu skillen, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne an diese Geschichte. Hallo. Ihr habt ja ganz schöne Probleme. Ach, wollt ihr nur, dass ich irgendwo hingehe? Entschuldigung. Ich hoffe, du bist hier, ja, um zu helfen. Ich helfe gern. Ganz genau. Was für Probleme? Vor ein paar Tagen Supermutanten. Ich drück das weg, ne, weil das kennen wir jetzt ja langsam. Die wollen ja immer das Gleiche. Errichte Verteidigungsanlagen. Oh. Oh, geil. Ist das endlich mal so ein richtiger Angriff, auf den wir jetzt hinarbeiten können? Ich habe öfter von sowas gelesen, aber ich habe es noch nie erlebt, dass eine Siedlung wirklich richtig angegriffen wird. Also es kommen vielleicht mal so ein paar Hanselins und das war's, aber ich habe schon immer davon geträumt, dass es so richtig, dass es fast so in Wellen kommt und man richtig auf den Putz hauen muss und Verteidigung und hast du nicht gesehen. Weil sonst ist es ja eigentlich ziemlich lulli, oder? Also finde ich. Will nicht jemand sich vielleicht da drauf stellen? Vielleicht. Ach, das sind solche Leute, das sind so ein Händler. Achso, wahrscheinlich sind die anderen beiden, beides, ja, die sind dem Essen zugewiesen. Deswegen bringt auch diese Holzkonstruktion nichts. Weil die keiner besetzt. Obwohl, habe ich nicht da oben ein Ding draufgestellt? War das nicht hier? Nee, das war bei den Robotern, gell? Das mache ich jetzt. Oh, warte mal. Guck mal, sahen die schon immer so aus, die Geschütztürme? Nee. Was ist denn hier los? Guck mal, die sind doch... Waren die schon immer so schwarz-weiß? Oder sind die da unten nur falsch angezeigt? Ich glaube, die sind noch falsch angezeigt. Lass mich kurz noch eine Treppe bauen. So, Strukturen, Holz. A trip. We need a trip. How the American would say, this is just a trip. So. Kann man da auch nicht durchfallen? Ja, sehr gut. Dann mache ich hier oben nämlich direkt zwei Geschütze hin. Soweit ich weiß, können die auch runter. Ja, auf jeden Fall können die das. Machen wir einfach hier eins hin. Ja. Und da drüben eins hin. Ja. Und jetzt warten wir mal. Oh fuck, hört ihr das? Die kommen von da hinten. Super, genau da, wo ich jetzt nichts hingebaut habe. Ja, ich bin bereit für die Verteidigung von hier. Wenn mir jemand angreifen wird, dann... Ja, die kommen echt von da hinten. Oh Gott. Ich speichere mal ganz kurz ab. Das Geschütze, voller Kraft voraus! Geschütze! Ich glaube, das ist ein Fehler, die Geschütze da hochzustellen. Kann das sein? Ah, jetzt. Oh, wie es abgeht. Nice. Oh fuck. Ja! Fire, dude! Oh fuck. Ist es down? Ja, es ist down. Ich komm mal dazu.
Ach, warte, warte. Nee, nee, nee. Solange die Metz sind, kann ich es reparieren. Hahaha. Ich will, dass die Geschütze hier die Arbeit machen. Komm. Oder kann man das jetzt nicht irgendwie reparieren? Ja. Here we go, bitch. Da, 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 da. Oh, fuck. Das Geschütz schießt voll auf den Kollegen. Jawoll. Oh, das ist edel. Das ist sehr edel mit den Geschützen. Funktioniert genauso, wie ich es mir erhofft habe. Raketenwerfer nehme ich mir mal kurz mit. Ja, ich laber dich gleich an. Ich will noch kurz hier den Scheiß. Noch ein Raketenwerfer. Wisst ihr, was ihr bekommt? Raketenwerfer. Ich sag keine Antwort. Dreifach Raketenwerfer? Seid ihr wahnsinnig? Also, bei denen geht's auch zu gut, oder? Habt ihr das gesehen? Ein dreifacher Raketenwerfer. Monsieur? Hallo. Hallo. Ich glaub's nicht. Ja. Wir haben gewonnen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Die Minutemen waren für uns da. Ja, 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 ich weiß. Das werden wir nicht vergessen. So. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar. Ah, fuck. Nein. Ah, kurz gucken. Ich brauche noch mal eine Info von euch, Leute. Und zwar habe ich doch der Piper die Ding gegeben. Hey. Diese Waffe. Hat die jetzt verbrauchen? Also früher war es so, dass man den eine Munition geben musste für diese Waffe. Und dann haben sie, dann konnten sie damit unendlich viel schießen. Ist es immer noch so? Zelle. Ich brauche doch dafür dann einfach nur eine Zelle. Also eine, was ist es? Fusionszelle. Und dann können die damit schießen, oder? Wenn ich sie ihr jetzt gebe, wenn ich ihr eine gebe. Oder ich gebe ihr halt drei. Was soll's? So. Okay. Weil sie behält die ja gar nicht. Wenn ich ja echt ständig Munition geben muss, dann wäre das kacke. Das müssen wir mal im Auge behalten, was sie jetzt dann damit macht. Wir gehen jetzt mal zurück. Übrigens, das hier vorne müssen wir uns auch noch merken, ne? Das direkt vor uns hier, dieses Senkloch. Ist auch eine interessante Sache. Würde ich auch gerne mal neu irgendwann. Aber wir sind fast aufgelevelt. Schissel, dude! Das war jetzt cool, dieser Angriff. Auch wenn es jetzt nur drei Stück waren, aber sowas hätte ich gern öfter. Dass ich wirklich so richtige, dass es heißt, gleich wird angegriffen. Meistens kommt man da hin, dann ist der Angriff schon fast niedergeschlagen. Oftmals ist ja in Sanctuary Hills irgendwas und dann kommt man an und das war's dann eigentlich schon. Ich leg mal, wisst ihr was, ich leg die Raketenwerfer einfach hier rein. Warum transferiere ich hier einfach nicht alles rein? Dann habe ich doch überall Zugriff, oder? Wenn ich die Raketenwerfer jetzt hier reinlege. Den dreifachen auch. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist so. Oh, da kann sich auch jemand stationieren bei dem Ding. Da können wir hier Camps kaufen und verkaufen. Das war das Quartier des Generals. Ja, ja, ja. Früher führte ein Tunnel von hier in die Waffenkammer. Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Wir müssen einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Pipes, du hast noch? Gut, die hast du noch. Dann gehe ich mal zu der anderen angegebenen. Ah, so, ich muss den Schutt einfach nur wegmachen, kann das sein? Einfach nur wegkaufen. Ah ja. Danke für den Beton. Gehen wir da runter und schauen, ob es noch einen Weg hindurch gibt. Ja, gehen wir runter in diesen Burgtunnel und suchen einen Weg in diese sogenannte Waffenkammer, von der du da laberst, senile alte Frau. Sie ist noch nicht mehr mitgekommen. Was für eine Schisserin. Kann ich hier in den Ding-Modus? Nee. Da ist er. Schnell speichere, obwohl wir eben durch die Tür gegangen sind. Da mal dran zu sein. Warte, Frau, du verpasst doch alles. Was ist hier drüben? Vielleicht ist hier. Pass besser auf, wo du hin. Warte, Frau, du verpasst doch alles, bumm. Ach, scheiß doch die Wand an. Ich bin echt ein Hagedüdel. Ich bin. Oh, ein Paket, sehr gut. Ich bin ein Hagedüdel. So. Königinnensteak. Ein Königinnensteak. Oh, vielleicht Pilze. Aha, there are most spider mines. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Lois. Das ist nicht mein Penisglas. Cannon Cuddles. Und Siemens Sachs. Good, dude, good. Halt, stopp. Das Internet bleibt, wo es ist. Wir haben sehr wohl Obst im Haus. Was ist das? Langfinger? Wen hätte ich denn gerade? Wen hätte ich denn gerade? Was ist dann wohl? Was läuft denn da? Was läuft denn da? Bringen wir es hinter uns. Was läuft denn da? Nimmer
Auf Wiedersehen. Oh, Bitch. Oh. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Diese blöden Geschirr. Ah! Sorry. Das war die alte, das war ich nicht. Fuck. Gott, da geht noch mehr hoch. Was geht denn hier alles? A Lazy Muse Kit. Hier war noch eine. Oder ist es die? Keine Ahnung. Geh da mal zur Seite. Ach Gott, da stehen sie im Weg rum. Mit Zunge im Maul. Super. Seit wann ist es denn so still hier? Ich weiß nicht, wir waren hier noch nie, Piper. Das ist eine ziemlich dumme Frage. Was ist das da? So eine Zelle, oder? Effusion Seal. Danke. Das ist da auch nicht. Hä? Da liegt einer rum. Das ist. Die kann man aufheben, die anderen nicht. Das sind keine Fusionszellen, das ist irgendwas anderes. Wahrscheinlich Kacke. Ist da noch irgendwas versteckt? Jet, jawohl, noch mehr Jet. Oh ja. Nutella! Asche! Gut, gut. Und ja, den restlichen Kram machen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao!